Hallo und herzlich willkommen bei neuem Video. Heute werde ich Buchstabe T häkeln. Ich werde mit Baumwolldicke 2 mm häkeln, mit Häkelnadel auch 2 mm. Somit sollte Buchstabe 7 cm groß sein, genauso groß wie Buchstabe S in letztem Video. Dazu brauchen wir noch Schere und Nähnadel. Jetzt können wir anfangen. Buchstabe T besteht aus zwei Teilen. Das wird Teil 1. Das oben Teil 2. Wir beginnen mit Teil 1. Diese Anfangsfaden wir lassen so 10 cm lang und ich mache eine Schlaufe und häkle 21 Luftmaschen. Ich habe eine Luftmaschenkette. Jetzt erste Masche freilassen und eine feste Masche in nächsten 20 Maschen. Wir lassen auch so 10 cm lange Faden und Teil 1 haben wir fertig. Dann kommt der zweite Teil, wieder eine Schlaufe und jetzt 15 Luftmaschen. Jetzt erste Masche freilassen und eine feste Masche in nächsten 14 Maschen. Teil 2 haben wir auch fertig, Faden nicht abschneiden. Nähen wir beide diese Teile zusammen. Auf dem Teil 2 haben wir hier 14 Maschen. Dann in siebte Masche von einer und siebte Masche von andere nähen wir Teil 2. Streich mit einem Stich. Eine und das gleiche mit anderen Faden und auf der Rückseite Fadenenden vernähen. Die Grundform haben wir fertig. Und jetzt häkeln wir eine große Runde und hier in der Ecke und hier eine Kettmasche. Jetzt häkeln wir eine feste Masche in gleiche Masche. Noch eine, aber diese Anfangsfaden ziehen wir nach hinten. Und noch eine. Jetzt haben wir hier 4 feste Maschen. Jetzt eine feste Masche in jede Masche. In der letzten Masche häkeln wir 2 feste Maschen. Hier in der nächsten Masche auch 2 feste Maschen. Jetzt eine feste Masche in jede Masche bis zum hier.
eine Kettmasche hier in der Ecke. Jetzt wieder eine feste Masche in jede Masche bis Ende der Reihe. Hier in der letzten Masche auch zwei feste Maschen. In der nächsten Masche auch zwei feste Maschen. Und jetzt eine feste Masche in jede Masche bis zum hier. Jetzt wieder eine Kettmasche in der Ecke. Und eine feste Masche in jede Masche bis Ende der Reihe. Und hier mit einer Kettmasche Reihe beenden. Und auf der Rückseite Fadenenden vernähen. Zum Schluss verwende ich ein bisschen Bügelstärke. Auf der Rückseite bügle, ziehe jede Ecke und Buchstabe T haben wir fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, abonniere meinen Kanal. Meine anderen Projekte findest du beim Instagram. Und wir sehen uns nächstes Mal mit Buchstabe U.